Ja, und? Dankeschön. Mein Rücken juckt. Ist es tot? Ja, es ist tot. Nebulak, nochmal. Nein, ich möchte gerne bei Shen bleiben. Ich weiß auch immer noch nicht, was mit Pokémon Go ist. Ich habe da jetzt irgendwie nichts mehr von gehört. Leider. Aber es wäre für die Entwickler sinnig, wenn sie es im Sommer rausbringen. Weil im Herbst würde es nichts bringen. Weil im Herbst gehen die Leute nicht gerne nach draußen. Ich schon, weil ich Hitze nicht so mag. Aber ich bin ja sowieso ein bisschen anders. Hat die drei Nebulax. Ist ja der Wahnsinn. Nachtnebel, geh mir nicht auf den Sack mit deinem Kack-Nachtnebel. War ich heute übrigens bei Netto und wollte Monte White kaufen. Da bin ich mal echt gespannt, wie das schmeckt. Aber ich habe es nicht bekommen, weil ich glaube, das Angebot ging nicht ab Montag. Ein X-Treffer kann ich verkaufen. So, hiernach gehe ich nochmal runter. Und heile mich. Ach, mein Ey. Ist echt schlimm mit ihren komischen Nebukax. ja. Ja, und dann war ich noch im Aldi und wollte da Angus Burger Buletten Dinger holen. Die hatten die aber auch noch nicht. Shannon! Und T-Shirts soll ich holen, beziehungsweise für mich ein T-Shirt und für Dennis ein T-Shirt. Weil die sahen ganz cool aus. Auch vom Aldi. Ich liebe irgendwie so billige Klamotten, keine Ahnung. Ja. Und bitte nicht. Ich will dich jetzt töten. Dankeschön. Ja, und die haben die auch erst ab Donnerstag. Yay! Nice. Schön. Okay, ab zurück, Marsch. Ab auf die weiße Plattform. Yay! Ich dachte, es gibt auch so, das weiß ich von Gold, da gibt es auch so Türmchen zum Beispiel, wo dann irgendwie Löcher im Boden sind und dann fällt man da durch. Das gibt's auch noch. Ich dachte jetzt, das wäre irgendwie sowas gewesen. Nach oben. Okay, da ist nichts. Oh, noch ein Item. Ah, Mist. Ich dachte, ich könnte erst an das Item drankommen. Ah, so. Eins. Ein Nebulak. So, Christoph. Na, scheiße. Ich dachte, der wäre zwei Level drüber. Ach Gott, ich bin müde. Unfassbar. Oh, Nebulak brennt. Nicht selbst, danke schön. Vor allem weiß ich nicht, wie, wenn Christoph Blut macht,
und sich dann selbst verletzt damit, weiß ich nicht warum. Weil das Schwanzende von Christoph brennt doch eh. Das hört sich jetzt sehr merkwürdig an. Das Schwanzende von Christoph brennt ja eh. Irgendwas hat mich verlassen. Item. Ein Sonderbonbon. Verschwindet, Eindringlinge. Das ist aber ein anderer Geist, der ist grün. Die anderen waren doch rosa. Fliehen kann ich jetzt bestimmt nicht. Hä? Das check ich jetzt nicht. Das ist auf jeden Fall ein anderer Geist. Ich weiß nicht, wegen. Okay, jetzt weich den Ball aus. Lässt sich nicht fangen. Oh. Und nun? Jetzt bin ich verwirrt. Aber es ist auf jeden Fall anderes, weil das hat eine andere Farbe. Na, das ist wieder pink. Rosa, wie man es auch immer nennen will. Dann halt nicht, dann gehen wir wieder. Vielleicht kriegen wir das auch in der nächsten Stadt. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal die ganzen Gegner hier besiegt, die uns doof wollen. Von daher müssen wir dann das nächste Mal nur hochgehen. Weil dieses komische Scope habe ich nicht, ne? Das geht nicht. Das ist eine geheiligte Zone. Da kann mich kein Geist angreifen. Einen geschützten Bereich, genau. Eine geheiligte Zone, wie ich das auch gerne nenne. So, warum ist dieser eine komische Geist grün und warum kann ich ihn nicht angreifen und auch nicht fangen? Und deswegen komme ich die Kacktreppe da nicht hoch. meine Heizung hat geknackt. Ist die an? Nee. Hätte mich auch gewundert. Weil manchmal ist die auch irgendwie warm, auch wenn bei mir auf Null steht. Im Winter zum Beispiel. Da ist irgendwie immer so eine Standardwärme da drin. Warum auch immer. Oh, es juckt. Juckt. Ah, so. Das ist das letzte Stockwerk, ne? Ne, jetzt noch eins.
Aber hier sind keine Gegner, meine ich mal. So. Also wir anlegen, bla bla bla. Okay, du hast nichts für mich. Jo, gut. Ach, hier kann man auch lang. Wir gehen erstmal nach links. Okay. Die haben wir hoffentlich mal wieder normale Pokémon. Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Wahrscheinlich ein Pummeluff oder ein Pipi. Ein Pipi. Level 22. Brenn! Ist Dave eigentlich Level niedriger als Christoph? Ich weiß es gar nicht. Yay! Durch die Verbrennung getötet. Noch ein Pipi. Dave ist 24. Ja, dann machen wir das jetzt mit 24 platt. Mit 24, genau. Dave heißt jetzt 24. Oh! Uiuiuiuiuiui. Mann! Was ist los, Dave? Tschick, tschick. Okay. Hör auf! Sei nicht so gemein zu Pipi. Oh, da können wir einen Zerschneider machen. Wir machen erstmal hier unten den einen Mann. Wahrscheinlich ein Spieler, denke ich mal. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. Ja! Spieler möchte kämpfen. Ein Fukano. Oh, Feuer gegen Feuer. Oh, ob das so gut ist. Ja. Das ging doch mal ganz gut hier mit dem Zerschneider. Eine Vulpix. Nö, ich bleib mir bei Christoph. Ich müsste gleich mal wieder tauschen. Komm, machen wir mit Zerschneider weiter. Ist das gut? Kann man mitnehmen. Warum? Dankeschön. Okay. Den Jackpot habe ich noch nicht geknackt. Dann tauschen wir gerade mal den Christoph mit dem Dave. So. Wir gehen hier erstmal den normalen Weg, sag ich jetzt mal. Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Und dann, wenn wir da den Weg fertig haben. Ist das ein Maniac? Ne, ein Streber. Oh, ein Slimer. Ich glaube, das ist nicht so gut.
dagegen.